Hallo und herzlich willkommen zum Wochenrückblick der Allgäu TV Nachrichten. Eine Stunde lang informieren wir Sie wieder über das Geschehen im Allgäu in den letzten 7 Tagen. Viel Spaß. Millionen Touristen aus aller Welt besuchen jedes Jahr Schloss Neuschwanstein. Egal ob bei Menschen aus China, den USA oder Norwegen, das Märchenschloss Ludwigs II. Ist ein beliebtes Ausflugsziel. Für viele gehört dabei ein Abstecher in einen der nahegelegenen Souvenirläden einfach dazu. Diese Läden leben sozusagen von den internationalen Besuchern des Schlosses. Durch die Corona-Pandemie brechen die allerdings komplett weg. 20:80. Das ist das Verhältnis von deutschen Kunden zu internationalen Kunden des Souvenirshops Tipp Royal in Schwangau. Schon nach kurzer Zeit im Laden merkt man, dass er hauptsächlich auf Touristen aus aller Welt, die Schloss Neuschwanstein besuchen, ausgelegt ist. Doch genau die sind Corona-bedingt aktuell eine Seltenheit. Durch das Wegfallen der internationalen Gäste bricht die Haupteinnahmequelle der Souvenirläden komplett weg. Die Besucherzahlen war natürlich katastrophal, der große Einbruch. Sämtliche internationalen Gäste haben uns gefehlt. Das war leider sehr schade. Wir hatten zwar viele deutsche Besucher, die aber halt natürlich als Ladenbesitzer, muss ich sagen, ist der deutsche Besucher halt nicht unbedingt unser Klientel. Wir haben zwar sehr nette deutsche Besucher, die uns speziell aufsuchen, um Teddybären zu kaufen oder einen Christbaumschmuck, die halt jedes Jahr kommen. Und da freuen wir uns auch, wenn die kommen. Aber wie gesagt, im Gros fehlt uns halt das gesamte internationale Publikum. Laut Ladenbesitzer Anton Schuh seien staatliche Hilfen angekündigt gewesen. Die sind bis heute allerdings nicht angekommen. Das mittlerweile weit verbreitete Konzept Click and Collect, das vielen Geschäften wieder Umsatz ermöglicht, sei für Souvenirläden keine Option. Denn Einheimische kaufen keine Souvenirs. Null. Also das ist absolut für uns, kann man sagen, tödlich, weil wir dürfen nicht aufmachen. Wir können nicht den internationalen Gast oder den Besucher, der aus Deutschland zu uns kommt, von weiter her, der müsste sich bei uns im Laden anmelden, müsste sagen, ich komme heute um 12 Uhr bei Ihnen vorbei und darf ich bei Ihnen was kaufen? Und das lässt sich technisch überhaupt gar nicht durchführen. Kunden sind im Laden von Anton Schuh im Moment nicht. Arbeit gibt es trotzdem genug. Es wird aufgeräumt und renoviert. Die Planungen für die Saison 2021 liegen aktuell allerdings auf Eis. Anton Schuh hofft zwar auf internationale Gäste im Sommer, doch zuversichtlich ist er nicht. Wir wünschen uns, dass wieder Flieger fliegen, dass wieder internationale Kunden kommen können. Aber wie die momentane Lage eben aussieht, werden wir da noch lange drauf warten. Wir hoffen halt, dass eventuell die Deutschen im Lande bleiben und uns vielleicht öfters besuchen. Für die Souvenirshops in Schwangau wäre im Moment sowieso eine eher maue Verkaufszeit, denn ihre Saison beginnt erst ab Pfingsten. Ob bis dahin wieder Touristenverkehr möglich ist, steht aktuell allerdings noch in den Sternen. In Imberg bei Sonthofen gibt es seit Mitte Februar das erste Pflegehotel im Allgäu. Hier sollen Menschen mit Beeinträchtigungen Urlaub machen können, so das Ziel. Doch Urlaub, so wie wir ihn kennen, ist aktuell wegen Corona nicht möglich. Deshalb bietet das Hotel laut Inhaberin Elke Müller zurzeit etwas Ähnliches wie Verhinderungspflege an. Pflegebedürftige erhalten Verhinderungspflege, wenn ihre pflegenden Angehörigen eine Vertretung bzw. eine Auszeit brauchen. Die Verlagerung von Touristen auf Pflegebedürftige soll das Hotel durch die Krise bringen. Ende 2020 wurde mit dem Umbau des Berggasthofs Sonne in Imberg bei Sonthofen begonnen. Schon wenige Monate später, also im Februar dieses Jahres, waren die Inhaber Elke und Jörg Müller fertig. Seitdem existiert dort das erste Pflegehotel im Allgäu, erzählt Geschäftsführerin Elke Müller. Das betrifft zum einen die Menschen, die
noch selbstständig sind, aktiv sind, Urlaub verbringen wollen, aber in ihrer Unterkunft Pflegebedarf haben. Oder eben auch die Menschen, die Familien, die Urlaub machen wollen und ihren pflegebedürftigen Vater oder Mutter mitnehmen. Da, weil sie ja Wanderungen machen, Skifahren gehen, wissen sie ihren Angehörigen ja gut versorgt. Investiert haben Elke und ihr Mann Jörg unter anderem in spezielle Betten, die man rauf und runter fahren kann, eine Rufanlage und natürlich musste alles, was noch nicht barrierefrei war, umgebaut werden. Dadurch haben sie nun 11 pflegegerecht ausgestattete Zimmer. Insgesamt haben sie in den Umbau rund 40.000 Euro investiert. Und aktuell bieten wir sowas wie Verhinderungspflege an. Der Begriff ist jetzt etwas verfänglich. Wir haben keine Anerkennung bei den Kassen, weder Krankenkasse noch Pflegekasse. Aber wir können Menschen aus triftigem Grund aufnehmen. Die finden uns auch. Und je nach Pflegegrad und Pflegesachleistung haben die Menschen Möglichkeit, ihren Aufenthalt hier mitzufinanzieren. Dadurch, dass der Begriff Pflegehotel nicht geschützt bzw. anerkannt ist, fallen entsprechende Finanzierungshilfen von Pflegekassen oder Krankenkassen aktuell weg. Deshalb ist die Zielgruppe, die sich das Angebot des Pflegehotels leisten kann, noch sehr klein, so Elke Müller. Da stoßen wir immer wieder an die Grenzen. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen, nicht nur von den interessierten Pflegegästen, sondern auch von den Sozialdiensten der Krankenhäuser, von Pflegeberatungsstellen, von Pflegediensten, von Hausärzten. Der Bedarf ist riesengroß. Es sind etliche dabei, die dringend hier unterkommen müssten und es sich nicht leisten können. Die Umrüstung zum Pflegehotel sollte sie unter anderem durch die Corona-Krise bringen, so die Geschäftsführerin. Immerhin ist die Betreuung pflegebedürftiger Menschen für Elke Müller nichts Neues. 30 Jahre lang hat sie unter anderem als Intensivfachpflegekraft gearbeitet. Da habe ich dann meinen alten Beruf Krankenschwester wieder ausgegraben und schon im ersten Lockdown angeboten, was damals gesucht wurde, Infiziertenhotel, Beatmungshotel, hätten wir alles machen können und wollen, durften wir noch nicht. Jetzt haben wir uns zu Beginn des zweiten Lockdowns aber dann wieder Gedanken gemacht, wie können wir es denn machen, dass wir an Gäste herankommen, dass wir auch wieder funktionieren können. Dadurch ist erstmal das Konzept Pflegehotel entstanden für die Zukunft, wenn das Hotel wieder Hotel sein darf. Was können wir wie machen? Wie können wir Menschen aufnehmen, die Pflegebedarf haben? Was brauchen wir? Was müssen wir umrüsten? Momentan kümmert sich Elke Müller als verantwortliche Pflegekraft um insgesamt 4 pflegebedürftige Gäste. Einige ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden von der Geschäftsführerin so geschult, dass auch sie Pflegehilfsleistungen ausführen können. Sollte die Belegung im Hotel steigen, sollen 24 Stunden Pflegekräfte engagiert werden. Wir nehmen zurzeit Menschen auf, die als Zwischenlösung die klassische Versorgungslücke zwischen Krankenhaus und Zuhause oder zwischen Krankenhausheim oder Krankenhausreha sind also nur temporär da, 3 bis 4 Wochen vielleicht, werden uns von uns halt versorgt. Im Sinne, sie bekommen Zimmer, bekommen die Wäsche gewaschen, bekommen Vollverpflegung über den Tag inklusive kleiner Zwischenmahlzeiten und den individuellen Pflegebedarf. Das ist in der Regel Hilfe beim Aufstehen, beim Waschen, beim Ankleiden, ein bisschen Begleitung, wenn man mit dem Rollstuhl oder Rollator unterwegs ist. Doch trotz neuem Konzept, Investitionen und viel Mühe, wirklich über Wasser halten können sich Elke und Jörg Müller damit auch nicht. Bis jetzt rechnet es sich noch gar nicht. Wir haben ausgerechnet, dass wir ca. 6 Zimmer belegen müssen, damit wir einen Normalbetrieb laufen lassen können. Da sind wir noch weit von entfernt. Wir können einen Teil der Unkosten decken, aber bei weitem nicht alles, weil auch die Fixkosten, die Ausgaben sind einfach sehr hoch in einem Hotel, auch wenn man viele Kosten runterfahren kann. Von den neuen Überbrückungshilfen seit Anfang des Jahres haben wir noch nichts gesehen. Es ist sehr, sehr schwierig. In Zukunft, wenn sich die Corona-Situation beruhigt hat, würden Elke und Jörg Müller gerne eine Kombination aus Pflegehotel und normalem Hotelbetrieb anbieten. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nahe liegt? Das hat sich auch der Lindenberger Maler Werner Specht gedacht. Sein ganzes Leben lang schwingt der Künstler bereits die Pinsel. Trotzdem hat er noch kein einziges Mal in seiner Heimatgemeinde Lindenberg ausgestellt. Bis jetzt. Keinen Kilometer von seinem Atelier entfernt hat er nun im Hutmuseum einen Ausstellungsraum gefunden, der keine Wünsche offen lässt und gleich 70 seiner Werke an die Wand gehängt. Wenn der Lindenberger Künstler Werner Specht in seinem Atelier sitzt,
weiß nur er, welche Art von Kunstwerk gerade entsteht. Seine Bilder decken die komplette Bandbreite ab. Von abstrakten Bildern bis zu ganz naturalistischen Zeichnungen, Porträts und Scherenschnittbildern ist alles dabei. Die Inspiration holt sich der Maler aber vor der Tür. Ja, zum Beispiel zum Zeichnen und so, da gehe ich raus zum Aquarellieren, das wird auch draußen gemacht. Und die anderen Sachen, mache ich im Atelier. Und ist klar, dass man immer wieder neue Ideen braucht, oder? Aber die Ideen, die kriegst du nur, wenn du draußen bist und wenn du an Ort und Stelle bist, oder? Also, wenn sie bloß grübeln in dem Atelier, dann kommen sie wahrscheinlich auf keine guten Ideen, möchte ich mal so sagen. Im Allgäu, im Bregenzer Wald und sogar in Amerika ist der Künstler dafür unterwegs. Studiert hat der Allgäuer an der Hochschule in München und über ein Fernstudium an der École de Paris. Beim Malen und Zeichnen verwendet er alle Techniken und Materialien: Öl, Acryl, Graphit und auch mit der Feder. Im Moment stellt Werner Specht um die 70 seiner Werke im Hutmuseum in Lindenberg aus. Auch wenn sehr viele realistische Bilder zu sehen sind, mag Specht abstrakte Kunst am liebsten. Es sind freie Motive. Ich habe viele Jahre, durch das, dass ich viele Jahre hinausgegangen bin, sehr auch lernen sehen, wie der Himmel in bestimmten Stimmungen aussieht, wie der Wald sich verändert. Und natürlich auch sind hier Bilder zum Sehen, wo ich damals in Amerika war. Und das sind freie Bilder. Und die liebe ich besonders einfach, dass jeder, wo hinschaut, sich einfach was anderes denken kann. Oder? Und das ist einfach wichtig, weil sie können nicht im Naturalistischen bleiben. Auch mit seinen Ausstellungen ist Werner Specht schon viel rumgekommen. Doch in seiner Heimatgemeinde Lindenberg war er noch nie. Das ist das erste Mal, dass er hier ausstellt. Deshalb ist das für ihn etwas ganz Besonderes. Ja, das freut mich natürlich schon, weil es sind viele Leute, die meine ganzen Palette, was ich eigentlich mache, die kennen das gar nicht, oder? Und dann kommen sie in die Ausstellung und nachher gerade in den Räumen, wo jetzt alles so toll beleuchtet ist, da sind sie begeistert und das freut sie natürlich auch, weil das ist ja klar, dass das die auch freut, oder? Wenn das so ankommt. Um die 220 Kunstbegeisterte haben die Ausstellung innerhalb der ersten 6 Tage besucht. Aufgrund der Pandemiebestimmungen alle mit einem Termin. Das Hutmuseum ist für Ausstellungen bestens geeignet, meint der Künstler. Sie können hier zum Beispiel das dunkel machen, Sie können es ganz dunkel machen und Sie haben kein Zwielicht. Das ist das Allerschwierigste, wenn Sie Bilder, gerade wenn Sie zum Beispiel hinter Glas sind oder so, das ist dann schwierig. Da hier kann ich dunkel machen und mache praktisch mit der Strahle, mache ich einfach die Licht. Die Bilder haben natürlich eine ganz andere Tiefe, oder? Als wenn das so ein langweiliger Raum ist, oder? Das eignet sich sehr gut, da so eine Ausstellung zu machen. Das Licht ist dem Künstler ganz besonders wichtig. Auch in seinem Atelier. Dort kann sich der 78-Jährige ganz auf seine Arbeit konzentrieren. Wenn er sich dorthin zurückzieht, lässt er wieder all seine kreative Energie fließen und damit neue Kunstwerke entstehen. Während der Corona-Pandemie müssen wir auf einiges verzichten. Konzerte zum Beispiel oder essen gehen oder einfach nur Freunde treffen. Das ist im Moment gar nicht oder nur eingeschränkt möglich. Nicht verzichten müssen wir auf die frischen Semmeln beim Frühstück, denn Bäckereien können weiterhin geöffnet haben. Trotzdem ist die Lage bei vielen Bäckereien angespannt. Warum das so ist, haben wir in Kaufbeuren herausgefunden. Semmel, Seelenbrot und auch Kuchen. All das kann man in einer Bäckerei kaufen, auch während der Corona-Pandemie. Denn Bäckereien dürfen auch in Corona-Zeiten geöffnet haben. Das freut Ulrich Wiedemann aus Kaufbeuren. Er ist der Inhaber der Bäckerei Löwenbeck und kann so sein Geschäft am Laufen halten. Trotzdem geht es seiner Bäckerei gerade nicht wirklich gut. Denn durch die Schließung von Schulen sowie Gastronomie- und Hotelleriebetrieben fehlen ihm wichtige Einnahmen. Ja, wir haben eine schwere Zeit eigentlich auch, weil wir sind ja Zulieferer von Gastro und Schulen und Kantinen auch. Wir haben einen großen Campingplatz, 2 größere Hotels, also eben auch Kantinen und liefern auch Schulen zu
und leben auch viel von Schülern. Außerdem beliefert die Bäckerei eigentlich die Heimspiele des ESV Kaufbeuren. Durch den Ausfall diverser Lieferungen brechen Ulrich Wiedemann und seiner Bäckerei 20-25% der monatlichen Einnahmen weg. Für die Bäckerei Löwenbeck ist das eine schwierige Situation, weswegen jetzt erstmal Sparen angesagt ist. Also wir haben echt zum Kämpfen, weil die Kosten sind ja fast eben die gleichen geblieben. Wir schauen halt, dass wir überall sparen können und schauen, dass wir das Ladengeschäft so gut wie möglich meistern, mit guter Qualität und Sonderaktionen, auch beim Sonntagsgeschäft, dass die Leute am Sonntag eine Freude haben zum Einkaufen gehen. Ja, und so meistern wir uns irgendwie durch die Krise durch, was sehr schwierig ist dabei. Bereits vor Corona hatten es kleine Bäckereien aufgrund der Konkurrenz durch große Bäckereiketten nicht leicht. Durch die Pandemie hat sich dieses Problem laut Ulrich Wiedemann verstärkt. Ja, das wird immer schlimmer. Die Kleineren haben irgendwann keine Lust mehr, weil der Ertrag wird auch immer geringer. Es ist ein sehr harter Kampf momentan. Ulrich Wiedemann hofft, dass seine Bäckerei gut durch die Krise kommt und bald wieder Backwaren ausliefern kann. Denn das ist ja schließlich, im wahrsten Sinne des Wortes, sein täglich Brot. Ein bezahlbarer Urlaub für alleinerziehende Eltern zusammen mit ihren Kindern, so ein Urlaub ist in der Alten Mühle in Wertach möglich. Zumindest war es das bis vor 2 Wochen. Denn die Wertacher Mühle ist am 22. März komplett niedergebrannt. Für Natascha Glasow, die Besitzerin der Mühle, ein großer Verlust. Ihr Zuhause und die Ferienanlage gibt es nicht mehr. Aktuell laufen noch die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung. Für Natascha Glasow und auch die Gemeinde Wertach steht aber fest, die Mühle wird wieder aufgebaut. Über 100 Einsatzkräfte und viele ehrenamtliche Helfer waren vor Ort, als vor gut 2 Wochen die ehemalige Mühle in Wertach abbrannte. Anfangs vermutete man nur einen Dachstuhlbrand, schnell stellte sich aber heraus, dass nicht mehr viel zu retten ist. Natascha Glasow hat die Mühle vor über 30 Jahren zusammen mit ihrer Mutter als Ferienheim für alleinerziehende Eltern aufgebaut. Dass von ihrem Zuhause heute kaum noch etwas übrig ist, trifft sie stark. Die Rauchentwicklung war so stark, dass man nicht mehr rein konnte. Und dann habe ich hier mit einem Ohr gehört, dass sie gesagt haben, da ist nichts mehr zu retten. Also wenn wir was löschen können, dann wird es einen Wasserschaden, Totalschaden geben. Also es kam ziemlich schnell wo raus. Die mussten auch erst die ganzen Schläuche legen. Die mussten da hinten ein Bassin aufbauen. Das habe ich so nur am Rande mitgekriegt, weil da kommt der Krankenwagen, da kommt die Polizei, da ist man einfach beschäftigt. Also, und ganz ehrlich, ich konnte es mir auch nicht so richtig anschauen. Also das hat mich brutal mitgenommen. Ja. Es ist ja nicht nur unser Hab und Gut, sondern auch das ganze Haus für die Gäste, für alles. Vom Haupthaus ist kaum noch etwas übrig. Der Stall und das Nebengebäude wurden nicht beschädigt, auch die Tiere blieben unverletzt. Was im Gebäude drin war, konnte man nicht mehr retten. Natascha und ihrer Familie blieb so gut wie nichts aus ihren privaten Räumlichkeiten. Ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre zusammengebrochen zwischendurch, aber ich habe so viel Rückenwind bekommen, so viel Kleider, also so schöne, also nicht irgendwo, wo man so das Gefühl hat, tut jemand seinen Kleiderschrank. Wirklich, die haben geguckt, wie groß bin ich, wie groß ist mein Mitarbeiter, der ist ja aus Eritrea, der hat auch alles verloren. Also ganz lieb, Essen, Trinken, Hilfsangebote, also wir haben so viel Rückenwind gekriegt. Das war von Leuten, wo ich dachte, wow, so lieb, da kommt jemand, bringt Geld, bringt Essen, bringt Schokolade, Osterhase. Es war nur Rückenwind, ich kann gar nicht alles aufzählen. Ich stand zwischendurch da und habe gesagt, wow, ich kann gar nicht weinen. Es ist der Hammer, dieser Zusammenhalt in diesem Dorf, ja. Momentan kann Natascha und einer ihrer Mitarbeiter bei ihrer Mutter im Nebengebäude untergebracht werden. In Zukunft muss Natascha sich um eine andere Lösung kümmern, zumindest vorübergehend. Denn dass die Mühle wieder aufgebaut wird, steht für sie fest. Auch bei Gertrud Knoll, der Bürgermeisterin von Wertach, sitzt der Schock noch tief. Sie wohnt etwas oberhalb der ehemaligen Mühle und war am Brandtag von Anfang an mit vor Ort. Sie kennt die Zeiten der Wertacher Mühle noch von früher. Das ist einfach ein altes Gebäude, wo Vergangenheit ist, wo nicht mehr existiert. Und das tut schon irgendwo ein bisschen leid, wenn man solche historische Werke einfach verliert.
Es war in den letzten Jahren aber nicht mehr als Mühle genutzt, sondern als Pension, Ferienheim und da gerade im sozialen Bereich einfach für, vor allem auch für Alleinerziehende, dass die da Urlaub machen können. Und also auch aus dem Grund ist eigentlich das auch ein sehr, sehr herber Verlust für Wartach. Ihrer Meinung nach sind jetzt neben den Versicherungen auch die Spenden sehr wichtig. Eine Spendenaktion läuft mittlerweile über den Allgäuer Hilfsfonds. Finanziell da natürlich eingreifen in so einen Wiederaufbau, das ist, da wäre eine Gemeinde schlechtweg überfordert und können wir auch nicht machen. Da ist jetzt einfach dann zuerst einmal die ganze Brandversicherung und die Versicherungen generell gefragt, dass die das machen. Wir von der Gemeindeseite können behilflich sein im Beantragen von verschiedenen Dingen, schauen, dass wir einfach die Baugenehmigungen wieder herbekommen. Und also da können wir sicherlich mit unterstützen. Wann genau die Wertacher Mühle wieder aufgebaut wird, hängt von der Versicherung und den Ermittlungen der Polizei ab. Nataschas Ziel ist es aber, dass sie in grob 2 Jahren hier auf dem Gelände wieder ihre Gäste empfangen kann. Einige Allgäuer Städte haben sich als Corona-Modellregion nach Tübinger Vorbild beworben, darunter auch Lindau. Die Stadt ist bereits dabei, Vorbereitungen hierfür zu treffen und steht dafür auch mit Tübingen in Kontakt. Denn es steckt ein nicht zu unterschätzender logistischer Aufwand hinter der Umsetzung des Projekts. Geschlossene Hotels, Restaurants, Geschäfte und Tourismusangebote. Gerade die Stadt Lindau trifft die Corona-Pandemie hart. Schließlich ist man hier ganz auf Tourismus ausgelegt. Das Tübinger Modell, das nun in aller Munde ist, hat die Stadt Lindau auf die Idee gebracht, eine Öffnung des öffentlichen Lebens ebenfalls auf diesem Weg zu probieren. Hierfür laufen bereits die ersten Vorbereitungen. Also wir sind im Augenblick dran, verschiedene Teststraßen aufzubauen. Das heißt, wir wollen an verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Akteuren zu unterschiedlichen Zeiten Teststraßen aufbauen. Und da brauchen wir, wie gesagt, jetzt erstmal die Infrastruktur. Das sind Zelte, das ist Personal, das sind die Schnelltests. Und wenn wir die alle haben, dann können wir beginnen. Wir sehen das auch als Prozess, der langsam entsteht. Das heißt, wir schauen, wie groß ist im Augenblick die Nachfrage und können das dann individuell steigern. Man rechnet mit rund 1000 Schnelltests, die dann in Lindau am Tag durchgeführt und ausgewertet werden müssten. 2 bis 3 zusätzliche Testzentren würde man dafür benötigen. Die Frage der Logistik sorgte erst für Bedenken. Mit der Stadt Tübingen steht Lindau jedoch in Kontakt, die hier beratend zur Seite steht, erzählt uns Stadtrat und Mediziner Dr. Ulrich Schöffel. Wir hatten gerade gestern Abend wieder mit Tübingen eine Videokonferenz und müssen sagen, da sind wir einigermaßen auf der gleichen Linie. Also das, was in Tübingen schon durchgeführt wird, das ist ungefähr das, was wir uns für unsere Stadt auch vorstellen. Vom Know-how, glaube ich, sind wir alle einigermaßen auf gleichem Stand schon. Natürlich muss so ein Testzentrum auch mal anlaufen. Das wird die ersten Tage ein bisschen holpriger sein. Da gibt es dann noch die eine oder andere Stelle, die man da ein bisschen glätten muss. Aber solange die Öffnung nicht erlaubt ist, und das ist etwas, was man ja im Moment noch nicht absehen können, wann das sein wird, frühestens am 12.04., darüber redet man schon. Bis dahin haben wir Zeit zu testen und das Ganze zu ordnen. Neben der logistischen Herausforderung steht natürlich auch die Frage der Finanzierung im Raum. Die ist allerdings noch nicht ganz geklärt. Die Landes- und Staatsregierung hilft uns natürlich ein bisschen dadurch, dass es dieses Bürgertesten gibt. Das heißt, ein Bürger darf sich einmal in der Woche kostenlos testen lassen. Und dieses Material wird eigentlich zur Verfügung gestellt bzw. bezahlt. Und was darüber hinausgeht, da muss man dann gucken, ob das Gesundheitsministerium bzw. Sozialministerium einspringt oder ob der Einzelne selber zahlen muss. Das wird von Testzentrum zu Testzentrum, also von Stadt zu Stadt, unterschiedlich gehandhabt im Moment. Das geht bis zu 20 Euro Selbstbeteiligung oder eben als kostenloser Test. Wir würden eher auf den kostenlosen setzen wollen. Brauchen natürlich viele, viele Tests, aber die Vorräte sind eigentlich im Moment gefüllt, bundesweit. Sollte das Tübinger Modell in Lindau tatsächlich umgesetzt werden können, wäre es für die Stadt auf jeden Fall eine Erleichterung. Man verspricht sich viel davon, von der Öffnung der Außengastronomie über die Durchführung der diesjährigen Landesgartenschau bis hin zu weiteren Tourismusangeboten. Viele von Ihnen kennen das. Man hat gesundheitliche Probleme, geht zum Arzt und bekommt dort kompetente Hilfe. Oft kommt dabei modernste Medizintechnik zum Einsatz mit den teuersten Hightech-Geräten.
Doch wie sieht das in der Tiermedizin aus? Probleme haben die Tiere oft dieselben und somit sollten sie im bestmöglichen Fall auch auf die gleiche Weise behandelt werden wie wir Menschen. In der Tierklinik Bleichach erfahren die tierischen Patienten genau das, denn dort stehen dieselben Hightech-Geräte wie in Kliniken für uns Zweibeiner. Brüche, Wirbelsäulenveränderungen, Tumore und Bandscheibenvorfälle. Alles Probleme, die nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren auftreten können. So ist es laut Tierarzt Dr. Kurt Buchelt enorm wichtig, auch in der Tiermedizin technisch bestens ausgerüstet zu sein. In der Tierklinik in Bleichach stehen schon seit Jahren die besten Geräte zur Verfügung, wie zum Beispiel der Computertomograph. Ein Zug der Zeit ist einfach, dass alle Tierbesitzer für ihre Lieblinge, für ihre Tiere, für ihre Hausgenossen, für ihre Familienmitglieder nur das Beste wollen. Und das Beste ist eben auch eben eine super Diagnostik und hinterher eine gute Behandlung. Und wenn man an sich selber, der Tiermediziner an sich selber den Anspruch hat, dass er gute Arbeit abliefern will und das meiste oder so gut wie möglich diagnostizieren will, dann kommt man mit der Zeit um ein CT nicht mehr rum. Computertomographen sind äußerst teuer. Kosten für Untersuchungen von Tieren übernimmt keine gesetzliche Krankenkasse. Die Tierhalter bezahlen sie oft selbst. Deshalb ist auch die Finanzierbarkeit der Technik in einer Tierklinik nicht einfach. Die Geräte, die hier stehen, waren schon mal im Einsatz, nämlich beim Menschen. Also soweit ich weiß, gibt es keinen CT, der speziell für die Tiermedizin gebaut wurde. Sämtliche CTs sind Geräte, die früher mal im Einsatz in der Humanmedizin waren und die dann von darauf spezialisierten Firmen recycelt, wiederhergestellt oder aufgepeppt wurden, sodass sie in der Tiermedizin brauchbar sind. Trotzdem hat dieser Computertomograph immer noch rund 60.000 Euro gekostet. Der einzige für Tiere im Landkreis Oberallgäu. Ein Tier, das von der Anschaffung des Gerätes profitiert hat, ist der Patient Flocky. Flocky hatte Schwierigkeiten mit Kot- und Urinabsatz und hat nicht ordentlich gefressen. Mit den Bildern des CTS konnte der Tierarzt den Ursprung für die gesundheitlichen Probleme des Hundes diagnostizieren. Hätten wir aber den CT nicht durchgeführt, wüssten wir nicht, dass die Prostata das große Problem ist und dass die anderen Bauchorgane, die man jetzt auch sehen kann, zum Beispiel die kontrastmittelgefüllte Niere, die Milz, die Därme, wenn wir weiter nach vorne gehen, dann kommt die andere Niere, auch hier wieder das Kontrastmittel, der Reste der Milz. Und jetzt gehen wir noch weiter vor und sehen die Leber. Und hier ist die Gallenblase. Und da sieht man das nächste Problem von Flocky. Flocky hat Gallensteine. Die werden inzwischen auch behandelt und es funktioniert besser. Wir hoffen, dass wir aufgrund dieser ganzen Diagnostik und der eingeleiteten Therapie Flocky wieder vollständig herstellen können. Auch Ultraschall- und Röntgengeräte kommen in der Tiermedizin zum Einsatz. Wie bei diesem Hund. Dem mussten mehrere Zähne aufgrund von Entzündungen und Zahnstein entfernt werden. Mit dem Röntgengerät wird nochmal kontrolliert, ob wirklich alles draußen ist. Mit Hilfe der Bildern erkennt die Tierärztin, dass das hier noch nicht der Fall ist. Sie muss also nochmal ran. Von den schönsten Orten der Welt, mit Geduld und Liebe angebaut. Von der abgelegenen Farm bis zum hektischen Alltag. Kaffee verbindet uns alle. Die Welt ist voller Vielfalt. Keine zwei Regentropfen, keine zwei Kaffeebohnen, keine zwei Menschen sind gleich. Du bist einzigartig. Dein Kaffee sollte es auch sein. monicoffee.com. Auch Ihre Kunden schauen zu. Erreichen Sie das ganze Allgäu mit Werbung auf Allgäu TV. Schon ab 250 Euro im Monat. Schreiben Sie uns einfach per E-Mail an werbung@rundfunkhaus-allgäu.de. Du bist einzigartig. Dein Kaffee sollte es auch sein. monicoffee.com. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. jobsimallgäu.de ist Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren, Lebenslauf hochladen und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Oder ohne Registrierung direkt mit einem Klick bewerben. jobsimallgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Thank you.
Feuchte Kellerwände. Probleme mit Schimmel- und Salzschäden. Wir machen Mauerwerk wieder dicht und trocken. Und das ganz ohne Bagger. Mit Handwerksprofis zum Festpreis. Weinal.de. Die Zirkusse Krone und Roncalli sowie Barnums Kuriositätenkabinett aus dem Film The Greatest Showman sind Beispiele für die größten und glamourösesten Zirkusse aller Zeiten. Alles andere als glamourös ist jedoch die momentane Lage des Allgäuer Zirkus Serrano. Vor einem Jahr haben wir bereits über die Corona-bedingt prekäre Situation der Zirkusfamilie berichtet. Was sich seitdem verändert hat, wissen Johannes Klemp und Daniel Groß. Das Zirkusleben ist geprägt von Umzügen. Mal hier, mal da und nie fest an einen Ort gebunden. Das ist genau das Gegenteil von der aktuellen Situation des Allgäuer Zirkus Serrano. Bereits 2020 besuchten wir die Zirkusfamilie an ihrem damaligen Standort Pless, an dem sie zu diesem Zeitpunkt feststeckte. Ein Jahr später ist die vierköpfige Familie nicht mehr in Pless, sondern im 25 Kilometer entfernten Trunkelsberg bei Memmingen. Auch hier kommt sie nicht vom Fleck. Dass sich an der Lage des Zirkus bald etwas ändern könnte, glaubt Zirkusdirektor Mario Serrano nicht. Letztes Mal, also Anfang von Corona oder Anfang von der Pandemie, wo Allgäu TV ja gedreht hat, war es ja so, damit wir danach ja nochmal spielen konnten. Also im Herbst waren dann noch Veranstaltungen. Dann habe ich ein bisschen als LKW-Fahrer gejobbt, ein bisschen uns über Wasser zu halten. Das war das eine. Nur, dass sie, was jetzt ist momentan, man weiß ja gar nichts. Man weiß, was ist nächste Woche, was ist übernächste Woche, man weiß ja gar nichts. Man weiß wirklich, von heute auf morgen tust du überlegen und was du machst, aber es ändert sich eigentlich gar nichts. Meine Meinung ist auch, dass sich nicht mehr viel ändern wird. Und es wird sowieso nicht mehr so wie vorher. Also vor der Pandemie solche Gastspiele wird es nicht mehr geben. In Pless wurde dem Zirkus Serrano die Platzpacht erlassen. Auch die Gemeinde Trunkelsberg kommt der Familie hier entgegen und verzichtet auf die Pacht. Strom und Wasser zahlt Mario Serrano trotzdem, was ihn etwa 10 Euro pro Tag kostet. Die gesamten Unterhaltskosten des Zirkus belaufen sich vor allem aufgrund der Tiere, die viel Futter benötigen, auf 1.000 Euro pro Woche. Das Zusammenspiel von fehlenden Einnahmen und hohen laufenden Kosten stellt für Mario Serrano eine große Herausforderung dar. Finanziell, also da brauche ich mir auch nichts vormachen. Wir haben ein Jahr auf eigene Beine gestanden. Ein Jahr, wir haben unsere Altersvorsorge rausgeknallt. Wir haben unsere ganze Ersparnisse rausgeknallt. Ich brauche mir nichts vormachen. Andere Betriebe waren nach 2 Wochen schon gut dastehende Betriebe, keine Schausteller, waren schon pleite. Und bei uns ist es so, die nächsten paar Wochen ist tatsächlich so entscheidend darüber, ob wir überhaupt finanziell nicht wegen Corona oder ob wir finanziell das überhaupt noch schaffen. Ob es uns noch gibt. Das sind die nächsten paar Wochen. Dann ist nichts mehr da. Mit der Zukunft möchte sich Mario Serrano noch nicht beschäftigen. Denn vorausplanen macht für ihn im Moment aufgrund der unsicheren Lage keinen Sinn. Auch wenn der Zirkus finanziell über die nächsten Wochen hinaus überleben kann, ist sich Serrano sicher. Wenn sich an der Situation nichts ändert, dann gehen im Zirkus wahrscheinlich noch in diesem Jahr die Lichter aus. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es mir bis jetzt durchhalten konnten. Aber man will auch nicht mehr durchhalten. Wenn sich die nächsten paar, sagen wir mal, Monate, 3-4 Monate, wenn sich wirklich bis im Sommer nichts ändert, dann wird sich nichts mehr ändern. Und dann weiß ich nicht, ob ich das Unternehmen nochmal halten kann. Ich habe es ein Jahr halten können, aber wie lange soll das noch gehen? Ich kann nicht 10 Jahre den Zirkus, das geht nicht. Den Stellplatz in Trunkelsberg darf der Zirkus noch bis Mai benutzen. Wie es danach weitergeht, kann Mario Serrano noch nicht sagen. Egal wie die Pandemie für den Zirkus Serrano ausgeht, Mario Serrano wünscht sich, dass die Leute seinen Zirkus nicht vergessen. 2 junge Männer aus Westendorf im Ostallgäu haben den Lockdown zu einer positiven Veränderung ihres Lebens genutzt.
Sie machen derzeit die Allgäuer Berge unsicher und haben sich ein großes Ziel gesetzt, einen der 7 Summits zu besteigen. Das hätten sich die beiden selber nicht träumen lassen, denn früher waren sie an den Wochenenden eher an der Theke anzutreffen als auf einem Berggipfel. Die Entscheidung, nun das Bierglas gegen Wanderstöcke einzutauschen, war zwar nicht ganz freiwillig, hat den beiden aber ein völlig neues Lebensgefühl vermittelt. Stefan und Daniel Joachim sind auf dem Weg zu einer Bergtour. Sie wollen auf den Hochgrat. Die Lust am Wandern haben die beiden Westendorfer erst vor kurzem entdeckt. Die Brüder waren früher sehr viel in Kneipen und Clubs unterwegs. Die derzeitige Zwangsschließung der Gastronomie hat Langeweile bei den Jungs aufkommen lassen. Aus einer Laune heraus entstand dann die Idee, sich eine neue Beschäftigung zu suchen, zu der sie jedoch erst noch ermutigt werden mussten, das Wandern. Meine Süße, die ist da ganz gut drin in diesem ganzen Bergthema und die geht auch relativ viel in die Berge, weswegen das schon auch ein bisschen so von ihr kam und sie dann auch mal gesagt hat, weniger Party, weniger Alkohol, mehr Berg, das kam da schon ein bisschen dazu. Den Ratschlag hat sich Stefan zu Herzen genommen und gleich seinen Bruder Daniel mit ins Boot geholt. Mit einer leichten ersten Tour auf den Tegelberg ging es dann los. Also das erste Mal, wir haben im Internet eingegeben, Berg im Allgäu, dann kam der Tegelberg, haben wir gedacht, ja komm, gehen wir hoch. Und das hat sich dann auch relativ gut angefühlt, wo wir oben waren, gute Aussicht, schönes Wetter. Das war im Februar. Seitdem waren sie bereits auf 5 Gipfeln. Sie haben sich ein sehr großes Ziel gesetzt. Und das? Ist der Kilimandscharo. Das wollen wir nächstes Jahr machen, so zwischen Januar und März kann man drauf gehen. Also da gibt es ja auch wieder so bestimmte Jahreszeiten, wo das geht. Und da haben wir uns das mal so als Ziel gesetzt. Und davor wollen wir erstmal 39 andere Gipfel besteigen und dann noch so ein paar Trainingsberge machen und dann den Berg als Ziel festsetzen. Der Kilimandscharo ist mit 5.895 Metern Höhe der höchste Berg Afrikas und zählt somit zu den 7 Summits, den jeweils höchsten Bergen der 7 Kontinente. Doch bereits die Berge im Allgäu haben ihnen zumindest zu Beginn die Schwierigkeiten des Bergsteigens aufgezeigt. Problem war zuerst wegen dem Schnee halt, dass es eisig ist und die Steigung ist auch am Ende halt von den ganzen Gipfeln auch extrem. Wo wir zuerst keine Stöcke genommen haben zum Hochgehen, war es eigentlich fast unmöglich, sind wir ein paar Mal ausgerutscht. Aber beim zweiten, dritten Berg haben wir uns dann schon gut ausgerüstet und haben es dann problemlos geschafft. Mittlerweile läuft alles perfekt. Die Ausrüstung stimmt, die Beine tun nicht mehr weh und auch das steile Gelände macht den beiden nichts mehr aus. Ihre Erfolge kann man auf ihrer Instagram-Seite begutachten. Dort treten sie als die Bergbrüder auf. Das neue Hobby hat den ehemals Partygängern ein ganz neues Lebensgefühl vermittelt. Auf jeden Fall, weil du halt eben, klar, wenn du jetzt viel Party machst, dir geht es am nächsten Tag auch nicht so gut wirklich. Klar legt sich das auch wieder, aber eben irgendwie durch das Bergsteigen jetzt auch, du kriegst einen viel krasseren Bezug zur Natur und das hatten wir davor wirklich nicht so. Und natürlich der Sport wirkt sich auch positiv auf deinen Körper aus, natürlich, dir geht es einfach auch besser und du erlebst einfach ein bisschen mehr als nur irgendwie im Club zu stehen. Also das Schönste ist, also das Hochlaufen mit der geilen Aussicht und dann oben auf dem Gipfel kann man dann auch schön die ganzen anderen Berge sehen und die Landschaft genießen, sich mit anderen Bergsteigern unterhalten. Und so hat der Lockdown 2 jungen Männern zu einer komplett neuen Lebenseinstellung verholfen. Auf die Gipfel anstatt an die Bar. Und seien wir mal ehrlich, die Allgäuer Bergfrische ist auf jeden Fall sehr viel angenehmer als abgestandener Kneipendunst. Die dritte Welle der Corona-Pandemie lässt die Zahl der Covid-19-Fälle wieder ansteigen, auch die der schweren Verläufe. So nimmt die Zahl der Patienten auf den Normalstationen und auch auf den Intensivstationen des Klinikverbunds Allgäu täglich weiter zu. Ein Einblick in die aktuelle Situation auf der Intensivstation am Kempner Klinikum gibt es jetzt. Insgesamt 50 Corona-Fälle gibt es aktuell im Klinikverbund Allgäu. 26 davon allein am Kempner Klinikum.
20 liegen momentan noch auf Normalstation, 6 aber bereits auf der Intensivstation. Zusätzlich gibt es noch 21 Fälle, bei denen aktuell geprüft wird, ob sie an Corona erkrankt sind. Die Zahlen würden deutlich ansteigen, erzählt Dr. Florian Wagner, der Chefarzt für Intensiv- und Notfallmedizin. Die Zahlen wären auch deutlich höher, würden wir nicht Gebrauch davon machen, dass wir Patienten über ärztliche Koordinierungsmaßnahmen nach extern verlegen, zum Beispiel andere Steuerungsverbünde nach Augsburg oder näher nach Kaufbeuren beispielsweise. Aber nicht nur die Zahlen beunruhigen ihn, sondern auch die Verläufe. Laut Wagner gäbe es immer mehr schwerkranke Patienten am Klinikum. Hier auf der Intensivstation liegen auch Patienten, die von der britischen Corona-Mutation betroffen sind. Auch die afrikanische Variante hätten sie hier erst behandelt, so Wagner. Eine weitere bedenkliche Veränderung ist, dass die Patienten deutlich jünger werden im Vergleich zur zweiten Welle. Auch bei den schweren Fällen sinkt das Alter. Dr. Wagner hat zwei Vermutungen. Einerseits natürlich die Impfung, die eine Rolle spielt. Viele ältere Patienten sind schon geimpft und damit geschützt vor der Infektion. Möglicherweise spielen die Varianten auch noch eine zusätzliche Rolle, weil die deutlich virulenter sind, also ansteckender sind. Und möglicherweise sehen wir deshalb mehr jüngere Patienten, die davon auch betroffen sind. Momentan herrscht auf den Intensivstationen im Klinikverbund noch Normalbetrieb. Doch die Grenzen sind bereits erreicht. Das bedeutet, dass das Krankenhaus seine Kapazitäten schnellstmöglich erweitern muss. Und das gehe nur, indem andere Leistungen eingeschränkt werden, erklärt Dr. Florian Wagner. Wie zum Beispiel nicht dringend notwendige Operationen. Verlangsamen ist jetzt also das Stichwort, um die Krankenhäuser nicht zu überlasten. Wagner fordert einen konsequenten und harten Lockdown. Er fordert die Politik auf, jetzt zu handeln. Also sollte schnell gehandelt werden, damit wir diese Infektionsraten drosseln können. Je länger man darüber nachdenkt, diskutiert, Gremien einberuft, desto mehr verlieren wir kostbare Zeit und verlieren wir auch kostbare Menschenleben schlussendlich, weil wir die Intensivkapazitäten jetzt schon maximal ausgereizt haben. Viele leiden unter der Corona-Krise. Der Einzelhandel, die Kultur- und Veranstaltungsbranche, Restaurants etc. Genauso große Outdoor-Freizeitparks wie der Europapark, das Legoland oder der Skyline-Park hier bei uns im Allgäu. Und so sieht es auch bei Indoor-Fun-Parks aus, also Hallenspielplätzen. Die haben seit dem 2. November letztes Jahr zu. 4000 Quadratmeter Indoor-Fun-Park und 1000 Quadratmeter Trampolinpark nebenan. In Waltenhofen ist nichts los. Erst im Februar 2020 haben die beiden Allgäuer Chris Ahrensberg und Elias Bodenmüller das Lina-Launeland übernommen und den Trampolinpark Skyhouse gegründet. Die viele Zeit durch Corona-Lockdowns haben die langjährigen Freunde genutzt, um die beiden Indoor-Parks auf Vordermann zu bringen. Wir haben Anfang von dem Lockdown noch einiges umbauen können, also haben da noch ein paar Reparaturen machen können, ein paar Sachen, die wohl noch nicht so funktioniert haben, da wir auch erst relativ kurz davor aufgehabt haben, noch reparieren können, machen können. Und jetzt warten wir eigentlich nur darauf, bis es wieder losgeht. Jetzt ist alles gemacht, alles erledigt. Geschlossen waren die Hallen von März bis August 2020. Am Anfang der Pandemie gab es für den Indoor-Park keine Hilfen. Die gab es dann später, nämlich mit den sogenannten November- und Dezemberhilfen Ende 2020. Da mussten die Parks auch wieder geschlossen werden. Als die beiden den Park Anfang 2020 übernommen hatten, war noch alles normal. Wir hatten noch auf, das heißt, wir hatten unseren Puffer, einen kleinen Puffer, mit dem konnten wir das Ganze überbrücken. Wir sind froh, dass wir die Hilfen kriegen. Ja, es gibt mit Sicherheit andere Orte, wo es die Hilfen nicht so schnell gibt. Also wir sind froh, dass wir was kriegen. Es funktioniert, wir haben relativ wenige laufende Kosten, deswegen ist es machbar. Aber natürlich, uns wäre es natürlich auch viel, viel lieber, wenn wir auf hätten und wenn die Leute wieder zu uns kommen könnten. Fixkosten beschränken sich hier hauptsächlich auf Personalkosten, die Pacht und Nebenkosten. Die können aber durch die Corona-Hilfen überbrückt werden. Die Hoffnung, dass das im Fall weiterer Lockdowns so bleibt, ist von Seiten der Jungunternehmer groß. Ich denke, da würden wir uns auf die staatlichen Förderungen stützen, weil wenn es länger geht, dann ist es staatlich bedingt. Also wir haben ja nicht zu, weil wir einfach sagen, wir wollen schließen. Ja, wir haben die Auflage gekriegt, zu schließen, und dann warten wir und erhoffen uns auch da irgendwohin Unterstützung, dass wenn wir schließen, dass wir auch Unterstützung bekommen und auch für den Zeitraum und auch so lange, wie wir geschlossen haben. Ähnlich wie in Waltenhofen geht es dem Allgäu-Lino-Funpark in Wörthach. Die Besitzer haben die Funparkhalle vor 8 Jahren gekauft. Auch die hat seit dem 2. November geschlossen. Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. David Walter, Geschäftsführer von Allgäu-Lino, hält das Unternehmen mit Rücklagen und staatlichen Hilfen über Wasser.
Natürlich sind wir seit 12 Jahren jetzt am Markt und haben natürlich dementsprechend Rücklagen aufgebaut. Deswegen kommen wir auch ohne große Probleme durch die Krise. Ist natürlich ärgerlich, dass man jetzt diese Rücklagen sofort aufbrauchen muss. Bitterer wäre es, wenn wir kurz nach der Öffnung, 1-2 Jahre nach der Öffnung, wenn das gekommen wäre, dann hätten wir es natürlich nicht geschafft. Aber ich sehe da eigentlich ziemlich guter Dinge, dass wir diese Krise überstehen werden. Denn es gab auch hier Unterstützung vom Staat. Im März 2020 gab es eine einmalige Soforthilfe für den Funpark. Zudem gab es auch hier November- und Dezemberhilfen, die vor kurzem komplett ausbezahlt wurden. Die Pandemie betrifft uns alle. Es ist natürlich ärgerlich für mich, aber die Gesundheit des Menschen geht natürlich vor. Und ich hoffe, dass so schnell wie möglich ein flächendeckender Impfstoff auf den Markt kommt, dass so möglichst viele Leute geimpft werden können und dass dann die Regierung und die Behörden sagen können, dass wir wieder aufmachen dürfen. Allerdings ist Freizeit und gerade Indoor-Aktivitäten sind natürlich wieder als allerletztes dran, was natürlich auch verständlich ist, aber lässt sich leider nichts ändern. Die Hygienekonzepte stehen in beiden Funparks schon seit letztem Jahr. Trotzdem steht wohl in den Sternen, wann die Freizeitparks wieder aufmachen und die Hüpfburgen in den Hallen wieder aufgepumpt werden dürfen. Radelstadel Cube Store Dickenreishausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radelstadel Dickenreishausen, A7 Ausfahrt Memmingen. All You Can Read. Kostenlos, informativ, unterhaltsam. Aktuelle Nachrichten, Blaulicht und Boulevardthemen. Unternehmensnews und vieles mehr. Allin.de. Das Allgäu online. Radelstadel Cube Store Dickenreishausen. A7 Ausfahrt Memmingen. Angenehm und ökonomisch heizen. Ofensysteme Allgäu hat Ihren Wunschofen. Klassisch oder modern. Wir sind Ihr Kachelofenspezialist nach dem Grundofenprinzip. Höchste Qualität und individuelle Konzeption. Ganz nach Ihren Bedürfnissen. Ofensysteme Allgäu. Mehr Infos auf grundofen.de. Versammlung, Diskussionsrunde, Trauerfeier, Präsentation, Schulung oder Studioaufzeichnung. Wir sind Ihr Partner für Streaming und Aufzeichnungen. Interessiert? Melden Sie sich unter streaming@allgäu-tv.de. Bettennägele, das größte Schlafzentrum in Kaufbeuren und Landsberg mit Zufriedenheitsgarantie. Ihr zertifiziertes Premium-Fachgeschäft mit computergestützter Körpervermessung für Ihre ideal passende Matratze oder Boxspringbett. Bettennägele in Kaufbeuren und Landsberg. Service auf Augenhöhe mit dem Menschen im Vordergrund. Das ist Immoliesel, Ihr kompetenter Immobilienpartner in Kaufbeuren. Immobilien liegen uns am Herzen. Ihr Wunsch ist unser Auftrag. In Kaufbeuren, Ludwigstraße und auf immoliesel.de. In Bayern ist mit rund 115.000 Corona-Impfungen an einem Tag gestern ein neuer Impfrekord aufgestellt worden. Insgesamt wurden, Stand heute, bislang rund 2.758.000 Impfungen im Freistaat verabreicht. Darunter rund 1.924.000 Erstimpfungen. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek erwägt nun eine Änderung der Impfstrategie. Er möchte künftig mehr auf die Erstimpfungen setzen und weniger Dosen für die Zweitimpfung zurückhalten. Seit dem 31. März impfen im Freistaat Bayern auch die Hausärzte gegen das Coronavirus. Bis einschließlich gestern gab es dort bereits rund 143.000 Impfungen und das trotz der Osterfeiertage. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek will die Impfgeschwindigkeit in Bayern jetzt noch weiter erhöhen, indem ein stärkerer Fokus auf die Erstimpfungen gelegt wird und der Abstand zur Zweitimpfung vergrößert wird. Die Ständige Impfkommission empfiehlt für mRNA-Impfstoffe einen Abstand von 6 Wochen. Naja, wir sind ja in der dritten Welle jetzt sozusagen drin. Die Neuinfektionen steigen und wir haben immer noch zu wenig Impfstoff. Das heißt, wir sollten den Impfstoff jetzt so einsetzen, dass er mit der ersten Impfung schon eine Schutzfunktion hat, gerade jetzt, wo die Mutation da ist. Und deswegen können wir ja die Abstände klug nutzen und das System gut aussteuern. Je mehr Erstimpfungen, desto mehr Erstschutz ist schon geboten. Schwierig wird die geplante Änderung der Impfstrategie aber dann, wenn der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von Privilegien für vollständig Geimpfte spricht. So könne bei der Bevölkerung eher der Wunsch nach einer schnelleren Zweitimpfung auftreten.
Die Diskussion, was passiert, wenn jemand zweimal geimpft ist, das ist schon eine wichtige. Ich glaube, die muss man auch immer in Hinsicht auf die Impfquote führen. Wir haben jetzt im Moment noch eine sehr geringe Impfquote. Und das heißt, viele Menschen können sich auch noch gar nicht impfen lassen, weil zu wenig Impfstoff da ist. Deswegen plädiere ich dafür, das sehr zurückhaltend zu tun. Weiß aber auch, dass wir natürlich für die Menschen, die geimpft sind, dann auch bestimmte andere Zugänge schaffen müssen. Die Frage der Quarantäne zum Beispiel. Die Frage, braucht man noch einen negativen Test, wenn man zweimal geimpft ist? Die, glaube ich, kann man mit Ja beantworten. Aber wie ist es zum Zugang zu Geschäften, zu Kultur, wenn das wieder mal möglich ist? Und damit müssen wir uns schon intensiv auseinandersetzen. Aber ich glaube, wir sollten jetzt nichts überhasten. Bereits nach der letzten Kabinettssitzung gab die Staatsregierung bekannt, dass Bereiche ausgearbeitet werden, in denen Lockerungen für Geimpfte möglich sind. Impfungen sind bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie das eine, Testungen das andere. Ab kommenden Montag müssen sich alle bayerischen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mindestens zweimal wöchentlich auf das Coronavirus testen lassen. Eine solche Testpflicht schließt Gesundheitsminister Holleczek auch für Unternehmen nicht aus. Die haben ja jetzt das Thema der Selbstverpflichtung gewählt erstmal. Und das muss man genau beobachten, ob wir da das Ziel erreichen. Ich bin immer ein Anhänger von Freiwilligkeit. Aber wenn die Freiwilligkeit dann nicht funktioniert und das gewünschte Ergebnis nicht da ist, dann muss man natürlich auch überlegen, ob dann eine Verpflichtung geboten ist. Die muss aber auch rechtssicher sein und vor Gerichten dann bestehen können. Wie eine solche Testpflicht umgesetzt werden könnte, ist noch nicht klar. Der Gesundheitsminister setzt auf kreative Ideen der Unternehmen. Auch die Kostendeckung müsse dann noch geklärt werden. Der Staat könne nicht für alles die Kosten übernehmen, so Holleczek. Umleitung. Mit diesem wohl eher unbeliebten Straßenschild werden die Autofahrer auf der B308 am Kreisverkehr Hündlebahn ab sofort konfrontiert. Nach langen Ankündigungen starteten die Sanierung und damit die Vollsperrung des 2,5 Kilometer langen Streckenstücks zwischen Oberstaufen und der Hündlebahn. Bis November sollen unter anderem mehrere Brücken neu gebaut und der Fahrbahnbelag erneuert werden. Ein aufwendiges Großprojekt. Wir haben es uns einmal genauer angeschaut. Die Baggeraufsätze, die auch Dinosauriergebiss genannt werden, machen dieser Tage ihrem Namen alle Ehre. Sie beißen sich durch zentimeterdicken Stahl und helfen hier kurz hinter der Vollsperrung der B308 eine von drei Brücken abzureißen. Ja, die Brücke wird momentan abgerissen, weil sie eben marode war. Sie hat Risse drin gehabt, sie hatte Probleme mit der Abdichtung gehabt. Und eine Instandsetzung ist ausgefallen, weil wir hier einen Sigma-Oval-Stahl verwendet haben. Es ist dieser Stahl hier, der eben nicht rund, sondern oval ist. Den hat man damals in den 50er Jahren verbaut. Und das Problem ist, dass dieser Stahl eben von heute auf morgen ohne Vorankündigung versagen kann. Und da hat man die Bauwerke damals untersucht, denen noch eine gewisse Restlebensdauer gegeben und hat gesagt, aber über kurz oder lang müssen diese Bauwerke durch neue ersetzt werden. Drei Brücken werden auf dem 2,5 Kilometer langen Stück der B308 abgerissen. Drei weitere werden saniert. Nicht überall kann einfach mit schwerem Gerät abgerissen werden. Stellenweise müssen die Brücken auch auseinandergesägt und nach abtransportiert werden. Da zwei der Brücken über die Bahnschienen laufen, ist der Zeitdruck groß. Der nächste Meilenstein ist Montag 4.50 Uhr. Danach wird der Bahnverkehr wieder frei sein. Und bis dorthin müssen die Brücken an der Bahn weggeräumt worden sein. Bis November werden die Bauarbeiten dauern. Die Luft flimmert schon jetzt, im April. Es wird wohl ein stressiger und heißer Sommer für die Arbeiter hier werden. Die Landschaft verkompliziert die Lage zusätzlich. Und so sieht man hinter uns einen Bereich, der als Tabufläche signalisiert wird, abgezäunt. Da darf kein Bauarbeiter rein, da dürfen wir nicht rein. Das sind Flächen, wo die Eidechsen Vorrang haben. Und auf solche Belange muss im Vorfeld einfach einvernehmlich eingewirkt werden, auch wenn es hinterher beim Bauen erstmal zu Komplikationen führt, weil wir einfach dort nicht reinkommen, obwohl wir dringend rein müssten. Aber da hat die Natur den Vorrang. Während Lkw den Bereich weiträumig umfahren sollen, gibt es für Autofahrer eine direkte Umleitung. Die PKWs können ganz normal beim Kreisverkehr Hündle oben nach Oberstaufen hochfahren über die Startstraße bzw. weiter über Buflings nach Weiler-Simmerberg. Und sind dann dort wieder auf der B308. Das ist unterm Strich für den Verkehrsteilnehmer gar keine zeitliche Umwägung. Aber es ist nicht so komfortabel zu fahren wie auf der Bundesstraße 308. Mitte November soll dann alles fertig sein. Bleibt zu hoffen, dass der Blick in die Lüfte über den Baustellen heute ein Signal dafür ist, wie diese Zeit im Fluge vergehen wird.
Jetzt flitzen Sie also auch in Kempten. Seit 2019 sind E-Scooter im deutschen Straßenverkehr erlaubt. Und seit diesem Monat können sie auch in Kempten ausgeliehen werden. Mit etwa 20 Stundenkilometern kann jeder, der älter als 14 Jahre ist, von nun an umweltfreundlich von A nach B kommen. Wir wollten uns diesen Spaß nicht nehmen lassen und haben die E-Scooter einmal getestet. Ja, was für ein wunderschöner Tag heute hier in Kempten. Ich spaziere gerade noch so ein bisschen durch die Gegend, aber laufen will ich heute eigentlich gar nicht so viel, denn ich will mal die neuen E-Scooter testen, die man hier jetzt mieten kann. Die App dafür, die habe ich mir schon runtergeladen. Da habe ich gesehen, hier in der Nähe müsste eigentlich einer von den neuen E-Scootern rumstehen. Und den will ich jetzt mal aufsuchen, mieten und dann mal eine Runde drehen. Die App namens Zeus zeigt mir mit Hilfe einer Karte, wo ich die nächsten E-Scooter finden kann. Feste Ladestationen gibt es nicht. Wer seinen Scooter nicht mehr braucht, stellt ihn vorschriftsgemäß ab. Bei Bedarf wird ein voller Akku dann per Kurier angeliefert. Schnell finde ich hier nahe der Basilika in Kempten einen Scooter und mit der App schalte ich ihn frei. Einmal auf die Straße und mal gucken, ob ich ihn direkt zum Laufen kriege. Ja. Ah ja. Bisschen wackelig hier auf dem Kopfsteinpflaster. Da kommt direkt ein Auto hinter mir. Den werde ich direkt mal überholt. Also ich merke schon, das ist was, da trägt man, glaube ich, lieber einen Helm. Doch bevor ich den aufsetze und losdüse, treffe ich mich erst noch mit Stefan Sommerfeld von der Stadt Kempten. Er freut sich, dass die Scooter jetzt auch in Kempten angeboten werden. Ein E-Scooter-Verleihsystem ist eine gute Ergänzung zum klassischen ÖPNV-Verkehr, also öffentlicher Personennahverkehr, hier in Kempten hauptsächlich Busverkehr, weil es ja auf eine einfache Art und Weise ein Fahrzeug für die sogenannte letzte Meile zur Verfügung stellen. Und damit wird es für die Kempner einfacher, auch mal auf eine Autofahrt zu verzichten und stattdessen eben das Angebot von einem E-Scooter-Verleihservice anzunehmen. Und genau diese letzte Meile will ich heute mal testen und mit dem Scooter von hier, nahe der Basilika, bis zum gut 2 Kilometer entfernten Kemptener Hauptbahnhof fahren. Also, auf geht's! So, den Gegenverkehr durchlassen und dann mein erster Abbiegevorgang. Ist ja wie in der Fahrschule, da ist man ja wieder, fühlt man sich wieder ganz wie der Anfänger. Und genauso unsicher wie ein Fahranfänger bin ich irgendwie auch unterwegs. Also ich finde es auf der Straße sehr gewöhnungsbedürftig. Man wird die ganze Zeit überholt und es ist wackelig, es ist einfach wackelig. So, also ich habe eigentlich mir vorher keine Route überlegt, sondern einfach mal geguckt, wie spontan man damit unterwegs sein kann mit diesem Scooter. Und ich muss sagen, auf so einer Straße wie hier, da schiebe ich lieber auch mal ein paar hundert Meter, weil das fühlt sich echt nicht sicher an. Also macht schon Sinn, sich vorher auch zu überlegen, gibt es irgendwie Radwege, die man nutzen kann. Ja, Vorsicht ist geboten bei den etwa 20 km/h schnellen Flitzern. Auch die Polizei berichtet mir von zunehmenden E-Scooter-Unfällen im Raum Kempten. Also was wir feststellen, ist jetzt seit 1-2-3 Jahren, dass dieses Thema immer mehr in der Gesellschaft ankommt. Während wir vor 2 Jahren noch einen einzigen Unfall erst registrieren mussten, sehen wir im letzten Jahr jetzt dann schon 17 Unfälle. Und wenn man jetzt bedenkt, dass bei diesen 17 Unfällen 16 mal verletzte Personen, sprich 16 mal verletzte E-Scooter-Fahrer dabei waren, dann sieht man schon eben genau das hohe Gefährdungspotenzial oder das Gefahrenpotenzial. Wenn man einen Unfall baut mit einem solchen E-Scooter, dann ist die Chance einfach sehr hoch, dass man sich auch letztlich verletzt. Doch zum Glück ist auf meinem Weg zum Bahnhof dann doch noch ein Radweg in Sicht und ich fühle mich langsam wohl auf meinen 3 Rädern. Ein Spaß, der mich 19 Cent die Minute kostet, bei diesem Wetter wohl ein guter Preis. 60 Kilometer weit kommen die Scooter etwa mit einer Akkuladung. Leer wird mein Akku heute zum Glück nicht. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten komme ich dann doch noch am Bahnhof in Kempten an. Oh, so, da bin ich also angekommen an meinem Ziel hier am Bahnhof. Mein Fazit zu diesen Flitzern, erstmal muss ich sagen, macht auf jeden Fall Spaß. Aber mit einer kleinen Einschränkung, ich würde bevorzugt eigentlich nur auf den Radwegen fahren, denn auf den Straßen fühlt man sich doch oft sehr unsicher. Zeitlich ist man, denke ich, so wie mit dem Fahrrad unterwegs und
dazu passt es ja auch, dass man einfach eher die Fahrradwege wählt, um einfach mit einem sicheren Gefühl unterwegs zu sein. Und ich denke, dann kann man auch echt jede Menge Spaß haben mit den kleinen Flitzern. Und damit der Nächste sich dran freuen kann, suche ich jetzt mal ein schönes Plätzchen, wo ich den abstellen kann. Das war unser Wochenrückblick der Allgäu TV Nachrichten. Ihnen noch ein schönes Restwochenende.